Alle Jahre wieder, könnte man sagen, gibt es Anträge der Fraktion Die Linke zur Umsiedlung aller Bundesministerien von Bonn nach Berlin und immer wieder aufs Neue. Und ich vermute, auch heute wird der Bundestag diese Anträge ablehnen. Es gibt aus meiner Sicht mit dem Berlin-Bonn-Gesetz auch einen sicheren Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und man könnte es durchaus auch als Strukturpolitik verstehen, was damals vor beinahe 30 Jahren auf den Weg gebracht wurde, um sicherzustellen, dass Bonn auch dauerhaft Behörden in der eigenen Stadt hat, Beschäftigten eine Arbeit geben kann und gute Jobs anbietet. Und wenn Sie sich anschauen, wie sich die Wohnungs- und Immobiliensituation in Berlin in den letzten Jahren entwickelt hat, dann muss man auch ganz realistisch sehen, dass erhebliche Kosten damit verbunden wären, neue Behördenstandorte hier in Berlin zu schaffen. Es würde gewaltige Kosten verursachen, neu zu bauen, umzuziehen. Also es ist wirklich fraglich, ob die reine Effizienz sinnvoll in den Blick genommen werden könnte, um zu argumentieren, warum jetzt tatsächlich endlich alle Behörden von Bonn nach Berlin umziehen müssten. Und schließlich setzen Sie sich ja auch selbst in Widerspruch, wenn Sie auf der einen Seite die Verlagerung von Behörden aus Berlin heraus, aus den großen Städten heraus in die Fläche verlangen, aber auf der anderen Seite alles in Berlin konzentrieren wollen. Zu den anderen Anträgen. Ja, wir haben Defizite bei der Verteilung von Bundesbehörden in den neuen Ländern. Und ja, wir haben auch zu wenige Ostdeutsche in Spitzenpositionen und in Führungsverantwortung, auch in den Bundesbehörden. Und klar ist aber aus meiner Sicht eben auch, dass überall dort, wo Bundesbehörden vor Ort in der Fläche präsent sind, Jobs angeboten werden, wo die, die dort wohnen, also auch in den neuen Bundesländern, tatsächlich davon partizipieren können, einen Arbeitsplatz bei einer Bundesbehörde zu finden. Den größten Vorteil bilden deswegen aus meiner Sicht nicht die Spitzenjobs ab, sondern natürlich die Jobs, die in der Fläche des Landes angeboten werden, auch und gerade in den neuen Bundesländern. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch viel, viel wichtiger, sich darum zu kümmern, den Rückstand der Behördenansiedlung in den Bundesländern, in den neuen Bundesländern aufzuholen. Wenn Die Linke aber die Einführung einer Ostquote fordert mit Verweis auf Artikel 36 Absatz 1, dann verkennt sie, obwohl das hier schon mehrfach ausgeführt wurde, dass dieser Artikel 36 nicht einen individuellen Anspruch generiert, sondern dass er schon aus der Weimarer Republik stammend sicherstellen sollte, dass die Bundesländer einen fairen Anteil in der bundesstaatlichen Verteilung haben. Und das wird heute sichergestellt durch die Konstruktion des Bundesrates, wo also die Bundesländer ihre Rechte, ihre Belange über den Bundesrat in der Bundespolitik geltend machen können. Wenn man den Artikel 36 richtig liest, also insbesondere auch den Absatz 2 und auch den Absatz 1, dann sieht man dort, dass es wie im gesamten verfassungsrechtlichen Gefüge unseres Landes nicht Ostdeutschland als verfassungsrechtliches Konstrukt gibt, sondern Bundesländer. Konsequenterweise müssten Sie ja dann eine Bundesländerquote fordern und nicht eine Ostquote. Und wenn man auf den Artikel 36 Absatz 2 schaut, da steht sogar was von Landsmannschaften. Also man könnte das ja noch überspitzen. Und wenn Sie die Verfassung ernst nehmen, könnte man sagen, wenn Sie es auf die Spitze treiben wollen, müssten Sie ja auch fordern, dass Landsmannschaften berücksichtigt würden. Also etwa die Sorben. Oder Sie müssten sich nachher noch entscheiden, ob es eine Extraquote gibt für Thüringer oder auch für bayerische Franken. Also es zeigt schon, dass das ein ganz problematisches Ansinnen ist, das auch juristisch und praktisch kaum einer vernünftigen Abgrenzung nachher zugänglich ist. Meine Damen und Herren, ich will gar nicht bestreiten, dass die Quote von Ostdeutschen, die Repräsentation in Führungspositionen unbefriedigend ist. Und ich glaube, das ist auch aus Sicht der obersten Bundesbehörden unbefriedigend, weil natürlich damit auch das Know-how, das Wissen aus den Bundesländern heraus nicht in der Weise bislang genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Da ist Luft nach oben, da ist noch Potenzial. Zur Wahrheit gehört doch aber eben auch, dass es natürlich auch Gründe hat für diese Situation, dass nämlich vor 30 Jahren mit der Situation der friedlichen Revolution, mit dem Aufbau der Verwaltung in den neuen Bundesländern, es den ausdrücklichen Willen in den neuen Bundesländern gab, einen Elitenwechsel auch in den Verwaltungen herbeizuführen. Und das ging eben nur mit gut ausgebildeten, weit überwiegend jungen Leuten aus dem Westen, die eben heute auch noch da sind. Wir werden aber in den nächsten 10 Jahren erleben, dass etwa 60% aller Beschäftigten in den Verwaltungen, in den neuen Bundesländern, aber auch in den Behörden
in Ruhestand gehen. Und da ist dann die Chance, aber eben auch die Verantwortung, junge Nachwuchsführungskräfte zu gewinnen, zu nutzen, um sie auf neue Top-Jobs zu setzen. Damit können wir dann auch eine entsprechende Repräsentation der gesamten Bevölkerung in den Blick nehmen. Und vielleicht, liebe Kollegen von den Grünen, liebe Kollegen von den Linken, sollten Sie sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn es um diese Verantwortung geht, nämlich dort tätig zu werden, wo man das wirklich selber kann. Wenn Sie nach Thüringen schauen, wo die Situation ist, dass Sie einen Spitzenkandidaten haben aus den alten Bundesländern, wo die Situation ist, dass 7 von 12 Staatssekretären aus dem Westen sind, dann zeigt das doch, dass Sie selbst das nicht ernst nehmen, was Sie hier mit großem Klamauk veranstalten. Und ja, die Beschlüsse der Föderalismuskommission aus dem Jahr 1992 harren immer noch der Umsetzung, die wir uns wünschen würden. Es ist nicht genug getan worden, insbesondere ab den 2000er Jahren. Aber zur Wahrheit gehört doch auch, dass gerade diese Bundesregierung in den letzten 2 Jahren ganz, ganz viel angestoßen hat, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, etwa mit der Ansiedlung des Kompetenzzentrums Holz und Wald, mit dem neuen Strafsenat in Leipzig, mit der Agentur für disruptive Innovation in der Cybersicherheit, mit einem Ausbildungszentrum für den Zoll. Alle 5 Zukunftszentren zur Bewältigung der digitalen Transformation in den neuen Bundesländern und als jüngstes Beispiel eben auch die Agentur für die Sprunginnovation und der jetzt gerade anstehenden Gründung der Bundesstiftung für Engagement und Ehrenamt. Also, ich glaube, wir befinden uns auf dem richtigen Weg, obwohl wir natürlich durchaus noch mehr tun können und das sage ich auch ganz klar, tun müssen. Und ich glaube, da bietet auch diese Legislaturperiode noch Gelegenheit dazu, wo der Bund in der Chance ist und das mit Sicherheit auch umsetzen wird, auch in den nächsten 2 Jahren noch Behördenansiedlung und Jobs aus Bundesbehörden heraus in die Fläche der neuen Bundesländer zu verlegen. Aber es ist mir in diesem Zusammenhang eben auch wichtig, deutlich zu machen, dass das nicht ausschließlich eine Aufgabe der neuen, dass das nicht eine ausschließliche Aufgabe des Bundes ist, sondern dass man schauen muss, wie in der Kompetenzverteilung eben auch die Länder ihre eigene Verantwortung haben. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Flächenverteilung von Behörden, auch von Landesbehörden ist, dann sage ich ganz klar, auch die Länder müssen ein Stück mit dazu beitragen, in die Fläche der Länder hinein Repräsentanz des Staates sicherzustellen. Kann man sich ein Beispiel nehmen an den Bayern, die über ganz viele Jahre Strukturpolitik auch mit Ansiedlungen von Behörden, von Universitäten, von Instituten betrieben haben. Und da sieht man, dass es auch positive Effekte hat. Sie sehen, es bedarf nicht der Anträge der Opposition, damit wir uns um die wichtigen Themen kümmern. Das haben wir in den letzten 1,5 Jahren aus meiner Sicht schon genau auf dem richtigen Weg getan. Und es hilft eben auch nicht einfach nur mit Anträgen die Quote zu fordern. Das ist alles nur Augenwischerei, soll den Mythos vom armen, benachteiligten Ossi immer wieder betonen. Ich glaube, wir haben allen Anlass, stolz auf das Erreichte zu sein. Wir haben gerade jetzt in den Jubiläumsjahren 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit doch die Situation, dass das, was Artikel 33 sagt, nämlich, dass wir nach dem Leistungsprinzip die Mitarbeiter aussuchen, die Chance, dass junge und auch Ostdeutsche in Führungsverantwortung kommen, besser als je zuvor. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian Hirte. Christian Hirte ist der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder unter anderem. Und jetzt hören wir als nächsten Redner Anton Friesen von der AfD. Die AfD hat einen Antrag hier zur Debatte eingebracht. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger, neue Bundeseinrichtungen und Institutionen sind grundsätzlich in den neuen Ländern anzusiedeln. Eine annähernd ausgewogene Verteilung von Bundeseinrichtungen und Institutionen über alle Länder soll erreicht werden. Klingt aktuell, oder? Tatsächlich sind es Zitate aus der Beschlussempfehlung des Ältestenrates zu den Vorschlägen der Unabhängigen Föderalismuskommission vom 27. Mai 1992. Da war Deutschland noch nicht einmal 2 Jahre wieder einig Vaterland. Jetzt sind es schon fast 30. Aber auch fast 30 Jahre nach der Wende haben Sie, die hier schon länger Regierenden, die vom Bundestag 1992 angenommenen Beschlussempfehlungen immer noch nicht umgesetzt. Mehr als symbolisch hierfür ist, dass 90% aller Bundesbehörden, 90% ihren Hauptsitz im Westen haben. Nur ganze 10% verteilen sich über die ostdeutschen Flächenländer.
Durchschnittlich kommen in Deutschland 2,3 Bundesbeschäftigte pro 1000 Einwohner. In Sachsen sind es dagegen nur 0,9, in Thüringen sogar nur 0,7. Damit ist Thüringen auf dem letzten und Sachsen auf dem vorletzten Platz. In den Jahren 2014 bis 2017 wurden 23 neue Bundeseinrichtungen inklusive der außeruniversitären Forschungseinrichtungen gegründet. Nur ganze 3 davon kamen nach Ostdeutschland. Daran ändert auch Ihr neuer Aktionismus rein gar nichts, Herr Hirte. Sie hatten 30 Jahre Zeit. Gerade in Zeiten wachsender Entfremdung zwischen Ost und West brauchen wir neue Bundesbehörden vor Ort, damit sich die Menschen bei uns in den neuen Bundesländern nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen, denen man wie sitzengebliebenen Schülern erklärt, was Demokratie ist und was Meinungsfreiheit bedeutet. Glauben Sie mir, die Mutbürger im Osten wissen es besser. Sie waren es, die durch friedliche Massendemonstrationen das SED-Regime zum Sturz gebracht haben. Bundesbehörden vor Ort bringen neue Arbeitsplätze. Sie stärken die regionalen und lokalen Wirtschaftskreisläufe und sie sind auch und gerade ein Signal an die strukturschwachen Regionen. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, geben euch nicht auf. Auch die Bundeshauptstadt profitiert übrigens davon. Der überhitzte Wohnungsmarkt wird entlastet und die Mieten sinken wieder. Nicht zuletzt wird damit der soziokulturellen und ideologischen Berliner Filterblase vorgebeugt. Vor Ort lernen die Bundesbeamten, dass andere das ländliche Deutschland kennen und die ganze Vielfalt unseres Landes. Andere föderal verfasste Staaten machen Deutschland vor, was geht, wenn der politische Wille da ist. In Österreich hat die damalige schwarz-blaue Regierung unter anderem das Umweltbundesamt von Wien nach Klosterneuburg verlegt und das Bundesamt für Wasserwirtschaft von der Hauptstadt nach Schafling am Mondsee in Oberösterreich. In den Vereinigten Staaten haben die Republikaner einen Gesetzesentwurf eingebracht, der vorsieht, 90% der Bundesbeamten bis 2023 aus Washington DC raus aufs Land zu verlegen. Bereits jetzt wurden 2 wichtige Forschungseinrichtungen des Landwirtschaftsministeriums von Washington nach Kansas City umgesiedelt. Anstatt also Kommissionen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse einzusetzen, stellen Sie diese Gleichwertigkeit doch endlich her. Untersuchungen und Studien gibt es genug und das Grundgesetz spricht eine ganz klare Sprache. Artikel 20, Artikel 72 Absatz 2, Artikel 106 Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 drücken ganz klar die Verpflichtung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Bundesgebiet aus. Wie wäre es also, wenn wir eine neue Bundeshochschule zum Beispiel in Thüringen einrichten? Thüringen verfügt bislang mit dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt nur über eine einzige oberste Bundesbehörde mit vergleichsweise geringem Personalbestand. Zudem gibt es bei uns in den neuen Bundesländern überhaupt keine einzige Bundeshochschule. Dabei haben wir beste Ausgangsbedingungen. Allein durch die Zugstrecke der Deutschen Einheit hat man eine wunderbare Zugverbindung. Man ist in einer Stunde 45 Minuten von der Bundeshauptstadt in der Landeshauptstadt angelangt, und zwar ohne Umstiege. Außerdem gibt es vor Ort einen wunderbaren, aber regional wenig ausgelasteten internationalen Flughafen Erfurt-Weimar. Aber auch andere Städte in Thüringen, wie zum Beispiel Suhl, bieten eine gut ausgebaute Infrastruktur, bieten wunderbare Veranstaltungsräumlichkeiten, die auch in Deutschland zur Spitzenklasse gehören. Zudem würde eine Bundeshochschule in Suhl junge Menschen in eine Stadt holen, die das höchste Durchschnittsalter Deutschlands hat und massiv von Überalterung betroffen ist. Auch in anderen Regionen gibt es gute Standortbedingungen. In Nordthüringen gibt es durch die traurige Tatsache der Deindustrialisierung genügend Bauland. Des Weiteren hat die Bundeswehr durch ihren Rückzug aus dieser Region leerstehende Kasernen und auch andere Objekte hinterlassen, die durch Bundesbehörden genutzt werden können. Mit dem Zug erreicht man Mühlhausen von Berlin kommend in nur 3 Stunden. Zum Vergleich, nach Bonn ist man mindestens 5 Stunden unterwegs. Es wurde schon zu viel debattiert und zu wenig getan. Deswegen fordern wir als AfD mit dem Schriftsteller Goethe, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich
Daten sehen. Zu guter Letzt möchte ich vielleicht das Wichtigste noch mal zuletzt erwähnen: allen Thüringern, die diese Freiheit, die diese Demokratie miterkämpft haben, möchte ich ganz herzlich zum heutigen Tag der Thüringer Verfassung gratulieren. Vielen Dank. Anton Friesen war das für die AfD und er kommt, wie unschwer zu erahnen, aus Thüringen. Die AfD hat hier einen Antrag eingebracht, wo sie ja unter anderem auch fordert, bestehende Bundesbehörden in die neuen Länder zu verlagern. Hören wir jetzt Sonja Steffen für die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Ja, jetzt wird es in der Tat um Ostdeutschland gehen und das ist gut so. Allerdings zu den Anträgen, wo ich jetzt Stellung nehmen werde, ist nicht alles gut. Ich sage Ihnen auch warum. Die linke Fraktion will mit ihrem Antrag eine Ostquote in Bundesbehörden durchsetzen. Außerdem wollen sie die schnellstmögliche Verlagerung aller Bundesministerien von Bonn nach Berlin. Und die AfD-Fraktion fordert die Verlagerung von Bundesbehörden in die neuen Bundesländer. Der Reihe nach. Ich beginne mit der Ostquote in Bundesbehörden. Uns liegen Zahlen des Bundesinnenministeriums vor. Danach sind von 1.750 Referatsleitern und Referatsleiterinnen in den Bundesministerien und im Bundeskanzleramt 217 in Ostdeutschland geboren. Das ist ein Anteil von 12%, wobei der Bevölkerungsanteil der Ostdeutschen gesamtstaatlich 17% beträgt. Bei den Abteilungsleitern sieht die Zahl schon schlechter aus. Von 121 Abteilungsleitern sind nur 3 in Ostdeutschland geboren. Ich stelle dazu 2 Dinge fest. Erstens, bei den Abteilungsleitern sieht es in der Tat nicht gut aus. Bei den Referatsleitern schon etwas anderes. Es könnte aber auch hier besser sein. Aber zweitens will ich die Argumentation des Antrags der Linken etwas relativieren. Der Antrag sagt, Ostdeutschland stellt 17% der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung. Deshalb sollen auch 17% der Beamten in die Bundesministerien in Ostdeutschland geboren sein. Ja, aber bekanntlich hat der Mauerfall dazu geführt, dass viele Menschen von Ost nach West und viele Menschen von West nach Ost gezogen sind. Denn wir sind jetzt ein Land und alle Menschen genießen Freizügigkeit. In Ostdeutschland leben also viele Menschen, die nicht in Ostdeutschland geboren sind. Und in Westdeutschland leben genauso viele Menschen, die nicht in Westdeutschland geboren sind. Und deshalb, liebe Linke, hinkt die Argumentation und führt uns zu einer Frage, die wir hier schon oft erörtert haben. Wer ist denn heutzutage, 30 Jahre nach dem Mauerfall, eigentlich Ostdeutsche? Und wer ist Westdeutsche? Sicher, es gibt klare Fälle, aber es gibt auch ganz viele Zweifelsfälle. Was ist entscheidend? Der Geburtsort, auch wenn man dort kaum gelebt hat? Der Schul- oder Ausbildungsort? Der längste Wohnort? Oder der letzte Wohnort? Oder vielleicht der Ort, in dem man verbeamtet wird. Das können wir für sehr viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr juristisch definieren. Und ich finde, es ist ein großes Glück, dass es so ist. Es ist beispielsweise für mich ein großes Glück, dass ich vor mehr als 20 Jahren vom Rheinland nach Ostdeutschland, nämlich ins wunderschöne Stralsund, gezogen bin. Das ermöglicht es mir, heute hier einen der schönsten Wahlkreise Deutschlands zu vertreten. Meine älteste Tochter ist in Bergisch Gladbach geboren. Als sie 4 Jahre alt war, sind wir nach Stralsund gezogen. Bedeutet das, dass sie Ostdeutsche ist oder ist sie juristisch Westdeutsche? Meine beiden weiteren Töchter sind in Stralsund und in Demmin geboren. Die wären dann wahrscheinlich am ehesten Ostdeutsche. Und schließlich, die Kanzlerin, die übrigens auch meine Wahlkreiskollegin ist, ist in Hamburg geboren. Dann wäre sie nach ihrer Definition Westdeutsche. Also, wir sehen, die Geburtsortstatistik ist eine zweifelhafte Grundlage für die Diskussion heute. Meine Damen und Herren, Artikel 36 des Grundgesetzes, auf den Sie sich berufen, verlangt, dass bei den obersten Bundesbehörden Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden sind.
Bei der Umsetzung dieser Bestimmung gehen die Behörden nicht nach dem Geburtsort vor. Das heißt also, eine Beamtin aus Rheinland-Pfalz wird Rheinland-Pfalz zugeordnet, auch wenn sie in Ost-Berlin geboren ist. Genauso wird ein Bewerber, der in Erfurt lebt, der wird Thüringen zugeordnet, auch wenn er vielleicht in Bonn geboren ist. Die Linken sagen jetzt, das mit dem Artikel 36 ist ein riesengroßes Problem und das muss behoben werden. Andererseits stellen wir fest, Artikel 36 des Grundgesetzes ist einer der Artikel, über den das Bundesverfassungsgericht tatsächlich noch nie etwas gesagt hat. Und warum ist das so? Weil es noch nie ein Bundesland gegeben hat, das den Bund verklagt hat, weil Artikel 36 vielleicht nicht ordentlich umgesetzt worden sei. Die Bundesländer wären aber die einzig möglichen Kläger, denn nur ihre Interessen sollen geschützt werden. Und übrigens, die an die linke Fraktion gerichtet, Bodo Ramelow ist bis heute auch nicht zum Bundesverfassungsgericht gezogen, damit mehr Thüringer in den Bundesministerien sitzen. Also, so schlimm steht es um den Artikel 36 nicht. Eine Ostquote, wie sie der Fraktion der Linken vorschwebt, halten wir jedenfalls rechtlich für nicht umsetzbar. So, ich könnte jetzt noch was zur Verlagerung der Bundesministerien nach Berlin sagen, aber das ist nicht im Koalitionsvertrag geeint und das ist eine Geschichte, über die man mit Sicherheit noch diskutieren sollte und das auch muss, aber Sie wissen selber, dass hier die Interessenlagen sehr unterschiedlich sind. Ich will aber noch was zum AfD-Antrag sagen. Die AfD-Fraktion möchte, dass die Bundesbehörden vorrangig in Ostdeutschland errichtet werden. Und Sie, Herr Friese, haben das ja auch sehr deutlich dargestellt. Aber, und jetzt kommt der Werbeblock für Bundesbehörden in Ostdeutschland. Und ich rede also über Ostdeutschland und nicht über Österreich und nicht über die USA, Herr Friese. Und deshalb passen Sie gut auf. In Neustrelitz wird demnächst eine wunderbare Behörde errichtet, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Mit 80 Stellen wird sie ins Leben gerufen. In Brandenburg wird demnächst die Außenstelle des Auswärtigen Amtes mit zunächst 300 Stellen ins Leben gerufen werden, die wir auf 1000 Stellen erhöhen werden. In Erfurt werden wir ein Bundesamt der Beschaffung errichten mit 80 Stellen. In Leipzig wird es das Fernstraßenamt geben, die Agentur für Sprunginnovation und einen neuen Senat des BGH. Vielleicht ist da aber ja auch noch Raum für eine, wie sagten Sie, Bundeshochschule. Darüber kann man reden. Aber wir müssen doch feststellen, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass in Ostdeutschland Bundesbehörden errichtet werden. Dazu benötigen wir keinen AfD-Antrag. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Sagt Sonja Steffen für die SPD, sie Sprecherin der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Die nächste Rednerin, die kommt aus Brandenburg, das ist Linda Teuteberg für die FDP. Sie ist auch Generalsekretärin ihrer Partei. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte, sehr geehrte Frau Präsidentin, ja, das Grundgesetz, das Artikel 36, das Anliegen dieses Antrages nicht wirklich trägt, darüber haben wir in dieser Debatte auch beim ersten Mal, als dieser Antrag schon beraten wurde, schon vieles gesagt. Deshalb will ich darauf gar nicht weiter eingehen, denn auch das würde ja ablenken davon, dass sowieso die Nennung eines Artikels unserer Verfassung nicht ersetzen kann, die politische Diskussion über ein reales Problem, über einen Befund, der von Menschen wahrgenommen wird, nämlich über die Frage der Repräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen. Und insofern sollten wir uns damit auch auseinandersetzen. Die öffentliche Debatte, sie ist richtig und wichtig, aber die Art und Weise, wie sie geführt wird, könnte Teil des Problems und nicht der Lösung sein. Denn an dieser Stelle, finde ich, darf ein Hinweis nicht fehlen. Besonders unverfroren finde ich, dass ausgerechnet die Linke einen Zustand beklagt, der politisch bewirtschaftet, der ursprünglich ja gerade in der Bildungs- und Personalpolitik ihres Rechtsvorgängers SED wurzelt, den sie selbst geschaffen hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist zynisch. Und sie hat damit übrigens auch die Notwendigkeit eines Elitenwechsels geschaffen, den die Mehrheit der Ostdeutschen wollte. Denn so sehr das auch übrigens eine positive, eine friedliche Revolution war, heute vor 30 Jahren, wies Erich Mielke die erhöhte Kampfbereitschaft und das Tragen der Schusswaffe an. Das zeigt noch mal, wer da auf welcher Seite stand in dieser friedlichen Revolution. Es ist doch ein großes Glück für unser Land,
Ich finde auch, Frau Kollegin Steffen hat es gerade richtig angesprochen, dass man gar nicht mehr immer genau unterscheiden kann, wer Ost- und Westdeutscher ist. Ich finde vor allem, dass es eine neue Generation Ostdeutscher gibt, die unbeeinträchtigt von politischer Maßgabe ihre Bildungschancen nutzen konnten und wo nicht mehr Bildungschancen oder Sozialisation von politischen Vorgaben einer Partei abhingen, meine Damen und Herren. Und deshalb will ich nämlich auch gar nicht weiter in diese problematische Diskussion einsteigen, wie hilfreich eigentlich der Begriff Ostdeutscher ist. Denn die meisten haben sich vor der Wiedervereinigung schon als Deutsche im geteilten Deutschland gefühlt und nicht als Ostdeutsche und am Zusammengehören festgehalten. Aber auch, wie wollen wir das praktisch handhaben? Sind Westdeutsche dann, wenn sie den größeren Teil ihrer Berufstätigkeit in Ostdeutschland verbracht haben, lebenslang Westdeutsche? Oder haben die mehr als 4 Millionen Ostdeutschen, die seit 1949 die DDR verlassen haben, ihren Status als Ostdeutsche verloren? Wenn sie in den Osten zurückkehrten, dann waren sie plötzlich Westdeutsche in den Augen der Linken. Eine bestechende Logik. Aber vor allem, und das ist mir besonders wichtig für unsere heutigen Debatten, wie will eigentlich jemand glaubwürdig für Weltoffenheit und Toleranz eintreten, der schon unter den eigenen Landsleuten vermeintliche und tatsächliche Unterschiede betont, meine Damen und Herren? Wollen Sie eine Art Blutsrecht der Abstammung schaffen oder wollen Sie auf das problematische Wohnortprinzip, das hier gerade schon erläutert wurde, eingehen? Entscheidend soll nun also die Sozialisation sein, eine diffuse, rechtlich schwer fassbare Kategorie. Wie viel Zeit des Lebens und der Berufstätigkeit in einem Teil Deutschlands soll dafür ausreichen? Wichtig ist doch, dass wir Durchlässigkeit, Aufstiegsmöglichkeiten, Nachbildung und Eignung nach Leistung und Befähigung sichern. Das ist wichtig in unserem Rechtsstaat, in unserer sozialen Marktwirtschaft, für jeden Einzelnen und für unsere Gesellschaft. Und das gilt im Osten unserer Republik. Und wir müssen das überwinden, was aus den genannten historischen Besonderheiten nur erklärt werden kann. Um jetzt dafür zu sorgen, dass das eben kein Dauerzustand wird, sondern mit neuen Generationen sich verändert, da hilft uns weder eine Opfererzählung von struktureller Benachteiligung noch eine zweifelhafte Quote. Es ist ja auch schon gesagt worden, gerade die ostdeutschen Länder haben ja selbst nicht geklagt. Sie haben übrigens unzureichend vor allem davon Gebrauch gemacht, auch selbst ihre Bediensteten abzuordnen an Bundesbehörden, an Bundesgerichte. Natürlich kann uns der Zustand nicht dauerhaft zufriedenstellen. Wir müssen was tun, um die Situation zu normalisieren. Und die Alternative zu einer gesetzlichen Quote lautet hier wie bei anderen Themen ja nicht, nichts zu tun. Ich würde mir hier A wünschen, dass wir endlich genauere und zwar aktuelle Zahlen bekommen, denn die hier manchmal genannt sind, sind sehr selektiv. Sie erfassen zum Beispiel in der Politik nur Mitglieder der Bundesregierung und in der Wirtschaft nur DAX-Vorstände. Die Führungspositionen sind schon ein bisschen breiter in unserer Gesellschaft. Und schließlich müssen wir generell dafür sorgen, dass Bewerbungsverfahren, Ausschreibungspraxis genau dieser Durchlässigkeit gerecht werden und eine flächendeckende, durchlässige Rekrutierung aus dem ganzen Bundesgebiet sicherstellen. Es gibt also Handlungsbedarf, doch eine Quote wäre die falsche Therapie. Sie ist übrigens, was Sie sonst gerne auch, und da sind wieder beide Ränder beieinander und beide populistischen Richtungen, eine einfache Lösung für ein hochkomplexes Problem. Sie ist übrigens eine Therapie, die zurückblickt, die juristisch nicht haltbar ist und deshalb neue Enttäuschungen produzieren wird, weil sie vor Gerichten keinen Bestand hätte. Und vor allem aber wird sie auch junge Ostdeutsche nicht ermutigen, genau Teil der gesellschaftlichen Führungsgruppen in unserem Land zu werden, der sie nach ihrer Fähigkeit und Eignung werden können. Denn da gibt es allen Anlass zum Selbstbewusstsein. Unter den Ostdeutschen sind nämlich einige der Besten, aber nicht jede Generation hatte aus den genannten Gründen die Chance, die Laufbahnvoraussetzung für Bundesbehörden und oberste Gerichte zu erwerben. Und da nützt uns eben jetzt nicht Stimmungsmache vor ostdeutschen Landtagswahlen, wie sie einige hier betreiben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das bedeutet jetzt, dass wir ermutigen sollten, mit Selbstbewusstsein im Bewerbungsverfahren zu gehen, dass auch ostdeutsche Landesregierung, Landesverwaltung eine vorausschauende, aktive Personalentwicklung betreiben sollten und dass wir nicht Diskussionen führen sollten, die Ostdeutsche noch weiter stigmatisieren. Darum geht es uns Freien Demokraten. Wir brauchen weitere Anstrengungen dafür, diese deutsche Einheit positiv weiterzuentwickeln und zu vollenden. Die Quote ist dafür die falsche Therapie, meine Damen und Herren. Sagt Linda Teuteberg für die FDP und sie kommt aus Brandenburg. Und jetzt hören wir aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt Matthias Höhn, erste Beauftragte für Ostdeutschland der Linken. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns erinnern, 1991 im Deutschen Bundestag, es ging
um den künftigen Sitz von Regierung und Parlament im gerade wieder geeinten Deutschland. Die Mehrheit damals war hauchdünn für Berlin. Nur 18 Stimmen haben den Unterschied gemacht. 338 waren für Berlin, 320 wollten die Amtsgeschäfte in Bonn so behalten, wie sie waren. Und ich finde, dieses knappe Ergebnis ist bis heute durchaus interessant. Denn während auf dem Gebiet der ehemaligen DDR im Osten der Umbau der Gesellschaft gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen hat, der vollständige Umbau, wollten doch eine ganze Reihe in der alten Bonner Bundesrepublik, dass die Dinge einfach so weiterlaufen, wie sie waren. Und da, wo das eben nicht ging, wie bei Berlin-Bonn, setzte man eben Kompensation durch, wie im Bonn-Berlin-Gesetz. Wir lassen uns diesen Verbleib tausender Beamter aller Ministerien sehr viel kosten bis heute. Das bedeutet fast 19.000 Dienstreisen im Jahr, zwei Drittel davon klimaschädlich mit dem Flugzeug. Allein im letzten Jahr kostete die Teilung des Regierungssitzes den Steuerzahler 8,6 Millionen Euro. Das geht jetzt schon 20 Jahre so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde, dass damit Schluss sein muss. Und während im Osten beinahe kein Stein auf dem anderen blieb, es ist ja schon viel darüber geredet worden, ist durchaus im Westen versucht worden, das ein oder andere auch an Privilegien zu verteidigen. Eigentlich wurde jeder Ostdeutsche, wir haben über den Elitentransfer hier schon einiges gehört, in die zweite Reihe gedrängt und musste sich beruflich und gänzlich neu erfinden. Und die erste Reihe wurde frei, und zwar für Westdeutsche, die in den neuen Ländern ihre Karrieren aufbauten. Und die später auch Kollegen und ihre Nachfolger nachzogen, die wiederum aus dem Westen kamen. Dieser Elitentransfer, der ja mittlerweile von niemandem bestritten wird, wurde zeitlich nicht begrenzt, und das war ein Fehler. Und deshalb nützt auch die Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten auch dann erst wirklich etwas, wenn dort auch Ostdeutsche arbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Wir blicken ja zurzeit, nicht nur wir im Deutschen Bundestag, auf zwei zentrale Jubiläen der deutsch-deutschen Geschichte. Politik und Öffentlichkeit würdigen, und das sehr zu Recht, die historischen Leistungen von 1989 und 1990 der Ostdeutschen. Aber keiner der Menschen, deren Entschlossenheit und deren Willen zur Freiheit wir seit 30 Jahren feiern, darf heute eine einzige Universität in Deutschland leiten, nicht im Osten und schon gar nicht im Westen. Keine der Frauen, keiner der Männer, die beispielsweise am Runden Tisch über neue Verfassung geredet haben, steht heute einem der obersten Gerichte in einem ostdeutschen Bundesland vor. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Niemand von den damals 16 Millionen Männern und Frauen aus der DDR. Das ist eigentlich schwer zu begreifen, und es ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen gibt es von uns die Forderung an die Bundesregierung, aktiv zu werden. Die Bundesregierung muss den Ostdeutschen die Frage beantworten, warum sie Einzigartiges und Besonderes in der deutschen Geschichte zu leisten vermochten, was niemand in Frage stellt, aber es im vereinten Deutschland kaum an die Spitze schaffen. Dieses Ungleichgewicht belastet das Versprechen von Demokratie auf Freiheit und Gleichheit. Und wenn Demokratie unglaubwürdig ist, dann wird sie leider eben auch in Frage gestellt. Die Möglichkeit des gesellschaftlichen Aufstiegs ist eben auch eine Machtfrage. Das ist sie zwischen Mann und Frau, das ist sie zwischen Ost und West, das ist sie zwischen Einheimischen und Migranten, zwischen vielen anderen Gruppen. Und deswegen haben wir auch eine so hohe Zustimmung in der Gesellschaft, in der Bevölkerung für Quotenregelungen. Nicht nur bei der Frage Ost-West, sondern natürlich auch für Frauen und beispielsweise auch Migranten. Und im Übrigen hohe Zustimmungsquoten bei Jungen wie bei Alten. Wer die Demokratie verteidigen will, der muss deren Werte ernst nehmen. Eine Ostquote, über die ja auch heute wieder sehr gern und manchmal sehr absurd gestritten wird, existiert eigentlich bereits, und zwar im Grundgesetz. Und lassen Sie mich den Einschub machen zur immer wieder bemühten Definitionsfrage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, solange Sie ohne Zögern in der Lage sind, bei der Rente mir ganz klar zu definieren, wer ein Ostdeutscher und wer ein Westdeutscher ist, akzeptiere ich nicht, dass Sie mir bei Spitzenfunktionen erklären, dass das nicht definierbar ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Artikel 36
Der Artikel 36, dort heißt es wörtlich, in den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden. Und nichts anderes beantragen wir, dass dieser Artikel 36 endlich verwirklicht wird. Das wird er nicht. Das hat auch die Bundesregierung nicht bestritten. Das angemessene Verhältnis ist nicht abgebildet. Und wenn Sie meinen, sich diesem Problem nicht stellen zu müssen oder es mit Definitionsfragen wegwischen zu wollen, dann seien Sie so konsequent und beantragen hier, Artikel 36 zu streichen. Das tun Sie nicht. Und solange dieser Artikel in der Verfassung steht, bestehen wir darauf, dass er eingehalten wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der letzte Erlass des Bundesinnenministeriums, der sich mit der Gewinnung ostdeutscher Beamter beschäftigt, ist von 2001. Er ist also 18 Jahre alt. Und so wie die Bundesregierung 1990 und danach vieles dafür getan hat, westdeutsche Beamte in den ostdeutschen Bundesländern zu installieren, so muss sie jetzt endlich auch etwas dafür tun, den Verfassungsauftrag des Staates auf Gleichbehandlung umzusetzen, auch und gerade in der Frage von Spitzenfunktionen. Es ist Ihre Aufgabe, Ostdeutsche dort zu fördern, wo die Bundesregierung beamtenrechtlichen Zugriff hat. Und das wäre in der Tat auch nur ein Anfang, aber den sollten wir gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Ja, dafür wirbt oder das fordert Matthias Höhn für die Linke, der Ostbeauftragte seiner Fraktion. Und es sprechen in dieser Debatte überwiegend, muss man sagen, Abgeordnete aus ostdeutschen Landesverbänden. Auch Steffi Lemke für die Grünen kommt aus Sachsen-Anhalt. Wir haben ein Problem, das ist von meinen Vorrednern hinreichend beschrieben. Ich will die Zahlen aufgrund der Redezeit nicht wiederholen. Aber dieses Problem ist gravierend, es ist objektiv und es muss behoben werden. Die Lösung, die die Fraktion Die Linke uns mit der Ostquote vorschlägt, ist allerdings nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, weil es in die komplett falsche Richtung zeigt. Und das sage ich als Vertreterin einer Partei, die für ihre obersten Bundesbehörden eine Ostquote hatte. Für den Bundesvorstand der Grünen und den Parteirat galt diese und ist 2008 ausgelaufen. Und vielleicht ist das das größte Problem Ihres Vorschlages, dass er schlichtweg zu spät kommt, weil es gegenwärtig keine adäquate Lösung mehr sein kann. Das beweisen Sie am allerbesten, indem Sie sich in Ihrem Antrag um eine Definition, wer Ostdeutscher ist, herumdrücken. Sie nehmen diese Definition nicht vor, weil Sie es nicht können. Herr Gysi hat das bei der Einbringung dieses Antrages hier damit umgangen, dass er auf den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages verweist. Und wenn man dort hineinkommt, merkt man die ganze Krux dieses Problems, weil der Wissenschaftliche Dienst sagt, entweder können es nur Leute sein, die heute bereits älter sind als 30 Jahre, sprich vor 89 im Osten gelebt haben, oder welche deren Eltern längere Zeit im Osten vor 89 gelebt haben. Das ist angesichts einer Biografie, wie Bodo Ramelow sie in Thüringen hat, der seit Anfang der 90er dort lebt und arbeitet, absurd. Und das zeigt, dass Ihre Lösung schlicht und einfach keine ist, sondern Sie die Menschen im Osten erneut mit so einem Vorschlag, der so ein bisschen Wohlgefühl verbreiten soll. Wir nehmen euch ernst, wir kennen eure Probleme, aber halt keine Problemlösung beinhaltet. Das ist das, was ich mit komplett falscher Richtung meine. Und ich glaube, dass wir im Osten gerade in den nächsten Jahren völlig andere Probleme haben werden. Ich komme aber zu Herrn Hirte gleich noch mal zurück. Indem wir so viele unbesetzte Stellen haben werden, sei das im Verwaltungsapparat, bei den Behörden, in der Justiz, dass wir eher in einem Konkurrenzkampf mit den alten Bundesländern darum stehen, wer denn Polizisten, Beamte, Lehrer, Richter und Ärzte in seinem jeweiligen Bundesland halten kann. Und dafür attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen, das ist die Kernaufgabe für die neuen Bundesländer und auch für einen relevanten Teil von Regionen in den alten Bundesländern. Das Zweite ist, dass ich gar kein Interesse daran habe, als jemand, der aus Sachsen-Anhalt kommt, qualifizierte, junge, engagierte Leute jetzt zwanghaft außerhalb von Sachsen-Anhalt irgendwo platzieren zu müssen. Ich möchte, dass die bei uns bleiben, dass die in Sachsen-Anhalt wirken und dass sie dort ihre beruflichen Karrieren und ihre privaten Lebensläufe begründen und nicht so wie Anfang der 90er in Massen in die alten Bundesländer gehen. Und Herr Hirte, Sie möchte ich aber dennoch ansprechen, weil die Rede, die Sie hier eben gehalten haben, haben Sie mehr oder weniger im März diesen Jahres hier schon einmal gehalten. Und ich erwarte von einem Vertreter der Bundesregierung mehr als Problemanalyse. Sie haben der zugestimmt,
Sie haben es beklagt und bejammert, das große Problem, und Sie haben keinen einzigen Satz dazu gesagt, was Sie zur Hebung des Anteils von Menschen mit ostdeutscher Biografie in den Behörden, in den oberen und obersten Bundesbehörden planen, was Sie getan haben seit März, was Sie in den nächsten 12 Monaten tun werden. Und das werden wir von Ihnen einfordern. Ich will wissen, was Sie den ganzen Tag machen für dieses Problem und auch für andere. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie selber aktiv werden und diesbezüglich einen Aktionsplan auflegen. Danke. Die Grünen, die fordern in ihrem Antrag von der Bundesregierung ein Konzept für eine annähernd ausgewogene Verteilung von Bundeseinrichtungen über alle Bundesländer hinweg. Marian Wendt jetzt für die Unionsfraktion und er kommt aus Sachsen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, wir leben heute in einem freien Europa. Ein freies Europa, welches vor 30 Jahren hart erkämpft und hart erarbeitet wurde. Hart erarbeitet vor allem von denjenigen, die 1989 auf die Straße gingen, die Reformen, freie Wahlen und Reisefreiheit forderten. Der Wunsch nach Freiheit und einem Leben im geeinten Deutschland war für die Menschen größer als die Angst vor der Gewalt und der Stasi. Die Angst vor dem Unterdrückungsapparat, den Ihre Vorgänger stützten und den Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, die Stange hielten. Es war nämlich die SED mit ihrem alleinigen Führungsanspruch in der ehemaligen DDR, die Schuld am wirtschaftlichen Kollaps des Unrechtsstaates waren. Das Ende kennen wir alle, es war ein glückliches. Die DDR lag zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung wirtschaftlich am Boden. Die Sozialistische Einheitspartei nannte sich in PDS und später in Partei Die Linke um. Heute sitzen Sie als Erben hier im Bundestag, fordern eine Ostquote und präsentieren sich als vermeintliches Sprachrohr der östlichen Länder? Schämen Sie sich eigentlich nicht? Meine Damen und Herren, es klingt so absurd, als wenn der Feuerwehrmann seinen selbstgelegten Brand löscht, um sich nachher als großer Held feiern zu lassen. Aus meiner Sicht ist das einfach nur charakterlos von Ihnen. Jahrelang haben Sie Verantwortung für den Osten unseres Landes getragen, haben die Wirtschaft ruiniert und dafür gesorgt, dass sich heute einige dort abgehängt fühlen. Sie haben die Menschen kleingeredet und ihnen das Selbstbewusst genommen. Nun wollen Sie sich als Retter der Ostdeutschen feiern lassen und fordern eine Quote in Bundesbehörden. Aber ich sage Ihnen eins, wir brauchen Ihre Heuchelei nicht. Die Menschen brauchen Verantwortliche in Politik, Regierung und Verwaltung, die auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung angekommen sind und die die Regeln des Rechtsstaates achten und auch verstehen. Bei Ihnen habe ich da nämlich Zweifel. Sie legen uns einen Antrag vor, in dem Sie eine Ostquote für Bundesbehörden fordern. Dabei beziehen Sie sich auf Artikel 36 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Haben Sie diesen Absatz und den ganzen Artikel überhaupt vollständig gelesen? Das Grundgesetz spricht nämlich von Länderquoten und nicht von Quoten nach Himmelsrichtung. Ihr ganzer Antrag ist so schludrig und juristisch widersinnig, dass ich Ihnen nur einen folgenden Tipp geben kann. Ziehen Sie Ihren Antrag zurück und schauen Sie sich die Rechtsquelle richtig an, bevor Sie hier so einen Radau machen. Aber sei es drum. Mit Ihrem Antrag stigmatisieren Sie wieder einmal die Menschen, die Ihre Vorgänger 40 Jahre lang klein gehalten haben. Wir brauchen aber keine Ostquoten in Bundesbehörden, welche wieder zu Stigmatisierung führen. Wir setzen im öffentlichen Dienst auf Eignung, Befähigung und fachliche Leistung. Diese besten Auslese können Sie übrigens auch im Grundgesetz in Artikel 33 Absatz 2 wieder nachlesen. Mitleidsquoten brauchen weder die Menschen in Nord-, Süd-, Ost- oder Westdeutschland nicht. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass die Mitarbeiter der Behörden des Bundes und deren nachgeordneten Verwaltungen so bunt sind wie unser Land. Deshalb haben wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich neue Behörden oder Zweigstellen nicht nur in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum Ostdeutschlands angesiedelt. Hier darf ich beispielsweise erwähnen, das BSI in Freital, das THW-Ausbildungszentrum in Brandenburg an der Havel, die Cyberagentur in meinem Wahlkreis in der Region Leipzig-Halle oder auch das Bundesumweltamt in Dessau-Roßlau. Wir reden nicht nur, wir machen es einfach. Niemand braucht Ratschläge der SED-Erben,
die 40 Jahre lang meine Heimat heruntergewirtschaftet haben. Und es braucht schon gar nicht einen Bodo Ramelow in Thüringen, der das Unrecht in der DDR immer noch nicht anerkennt. Wir stehen für einen starken, leistungsfähigen Rechtsstaat, dessen Behörden in allen Ländern stark präsent sind und in denen die Menschen motiviert und engagiert arbeiten, ohne dass sie durch Quoten dadurch gezwungen werden. Meine Damen und Herren, aus diesen Gründen lehnen wir den Antrag konsequenterweise ab. Vielen Dank. Ganz schlechte Rede. Marian Wendt war das. Aus Sachsen kommt er, hat hier für die Unionsfraktion gesprochen. Jetzt hören wir als nächsten Redner für die Sozialdemokraten, Karamba Diaby, und er ist Mitglied im Landesverband Sachsen-Anhalt für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine ehrliche Haut stand auf dem Wahlplakat und darauf war ein fast nackter Mann zu sehen. Im Bundestagswahlkampf 1994 bewarb sich ein SPD-Kandidat mit diesem Plakat. Er wollte Aufmerksamkeit erzeugen und einen Dialog anstoßen. Bis heute führt er diesen Dialog, und zwar als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Thomas Krüger, der im thüringischen Buttstedt geboren und am Ostberliner Stadtrand aufgewachsen ist, gehört heute zu einem sehr kleinen Kreis von Führungskräften, die ostdeutsche Wurzeln haben. Wenn wir uns die Zahlen genauer angucken, von den 109 Abteilungsleitern in allen Bundesministerien stammten 2017 nur 4 aus Ostdeutschland. Von den 100 größten ostdeutschen Unternehmen stammen nur 28 aus Ostdeutschland. Von den 190 DAX-Vorständen stammen nur 3 aus Ostdeutschland. Und Anfang 2019 wurde bekannt, dass es keinen ostdeutschen Unirektor mehr gibt. Herr Kollege Höhn hat das auch angesprochen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Politiker, die sagen, es gebe keinen Nachteil, aus den neuen Bundesländern zu sein. Das ist offenkundig falsch. Richtig ist, dieser Nachteil ist nicht naturgegeben, es ist menschengemacht und kann durch Menschenhand wieder behoben werden. Damit komme ich zum heutigen Vorschlag der Linksfraktion, eine Ostquote einzuführen. Ich habe hier im Plenum schon mal die Frage gestellt, ob ich als Ostdeutsche gesehen werde. Auch die Linken haben mir keine Antwort gegeben bis jetzt. Manche würden mir sogar absprechen, Deutsche zu sein. Im Senegal vor 57 Jahren geboren und seit über 33 Jahren in Halle an der Saale. Und was ist denn mit den Zehntausenden von Vertragsarbeitnehmern aus der ehemaligen DDR? Hier gibt es auf jeden Fall noch Unschärfen in der Definition des Antrags der Grünen, der Linken, die wir überwinden müssen. Damit wir wirklich über Ostquoten diskutieren können, müssen wir diese Definition erstmal hier diskutieren. Als ich mit 20 nach Leipzig und später nach Halle, Saale kam, gab es nicht die breite Wahrnehmung, dass man Ostdeutsche ist. Erst nach der Wende werden wir zu Ostdeutschen gemacht. 8.000 Betriebe, 13.000 Privatisierungen, 3 Millionen verlorene Arbeitsplätze, das sind die erlebten Benachteiligungen, die Folgen für die Selbst- und Fremdwahrnehmung hatten. Meine Damen und Herren, gestern berichtete Thomas Krüger selbstverständlich angezogen im Kuratorium der Bundeszentrale politischer Bildung über den Wahlomat, über die politische Gewalt in der Gesellschaft, über die Stärkung der politischen Bildung im ländlichen Raum. Und er hat eine wichtige Aufgabe.
Als er zu Beginn der 2000er zur bundeszentralpolitischen Bildung kam, sei sie, also die Einrichtung, sei durch und durch reinig gewesen, also das Rheinland. Mit ihm hat sich die Zahl der Ostdeutschen verdoppelt. Lassen Sie uns also mit Menschen wie Thomas Krüger nach Lösungen suchen, um eine bessere Repräsentation von Ostdeutschen zu verwirklichen. Dankeschön. Sagt Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Jetzt hören wir Daniela Wagner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn wir richtig das Ganze verfolgt haben, ja, auf der Rednerliste, sie kommt aus Hessen, ist damit die Einzige, die aus einem westdeutschen Landesverband kommt. Herr Wendt, Sie könnten mal nach 30 Jahren echt langsam die Leier einstellen, was im Osten die Linke alles verbrochen hat. Es ist jetzt wirklich langsam gut, als für alles und jedes herhalten zu müssen. Was wir brauchen, ist hinsichtlich einer zeitgemäßen Weiterentwicklung des Bonn-Berlin-Gesetzes vor allen Dingen einen transparenten Dialog, Entscheidungsprozesse mit gesellschaftlichen Debatten, denn es gibt viel Unkenntnis. Und was wir sicherlich nicht brauchen, sage ich an die Adresse der Linken, sind populistische Schnellschüsse oder offensichtlichen Ostwahlkampf. Und mal eben alle Bundeseinrichtungen vollständig nach Berlin zu verlagern, springt definitiv zu kurz, überfordert Berlin und hilft dem Osten letztlich wenig. Und Sie ignorieren auch die Ergebnisse des Statusberichts der Bundesregierung für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich aus der 18. Wahlperiode. Der hat nämlich gezeigt, dass Einstellungen überproportional häufig am Dienstort Berlin erfolgen. Das gilt für alle Ressorts. Und in dem Bericht wird auch ausgeführt, dass bei gleichbleibender Tendenz der Einstellungszahlen und aufgrund der Altersstruktur die Abwanderung nach Berlin sich beschleunigen wird. Möglicherweise bauen Sie also mit Ihrem Antrag mehr Gegensätze auf, als unsere Gesellschaft angesichts der aktuellen Lage brauchen kann. Und auch, meine Damen und Herren von der CDU, die wenig durchdachte Vergabe der Batteriezellforschung nach Münster ist sehr ärgerlich. Hier hätte man den Osten auch mehr im Blick haben können. Denn dann auch noch ausgerechnet in den Wahlkreis der zuständigen Bundesministerin, das ist wirklich selten dämlich. Ja, das ist Wasser auf die Mühle von Populisten und fördert letztlich Politikverdrossenheit. Wir brauchen ein Konzept mit objektiven Kriterien für die Verteilung neuer und die Erweiterung bestehender Bundeseinrichtungen. Und die Bundesregierung ist gut beraten, ein solches Konzept in einem transparenten Prozess zu erarbeiten, dem Bundestag vorzulegen und vor allen Dingen die Bürgerschaft, und zwar alle, Ost wie West, mitzunehmen. Und Sie sollten den Beschluss der unabhängigen Föderalismuskommission von 92, Landeseinrichtungen, Institutionen grundsätzlich in den neuen Ländern anzusiedeln, endlich Geltung verschaffen. Diese Entscheidung wurde damals zu Recht mit großer Mehrheit getroffen und sie ist heute noch genauso richtig wie 1992. Gehen Sie also an die Arbeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Daniela Wagner war das für die Grünen und jetzt hören wir noch Thorsten Schweiger für die Unionsfraktion hier als letzten Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht zum ersten Mal debattieren wir hier diese Frage des Länderproporzes bei Bundesbehörden und Einrichtungen und ich denke auch nicht zum letzten Mal, denn die Ansiedlung, so meine ich jedenfalls, beziehungsweise die gleichmäßige Verteilung der Bundesbehörden ist seit 30 Jahren ein Thema und es ist auch gut so, dass es immer wieder einmal zur Sprache kommt, um zu schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Die Ausgangspunkte wurden heute schon von vielen Rednern genannt. Das war nämlich die Föderalismuskommission des Bundestages und der Bundesländer 1992 im Mai. Und da hieß es, vorrangig sollen die Bundesbehörden angesiedelt werden. Vorrangig und nicht ausschließlich, denn man hatte natürlich im Blick, dass es nicht nur Ansiedlungen geben muss nach Himmelsrichtung, sondern es sollte zielgerichtet auch da sein, wo es strukturelle Hilfe braucht. Richtig ist sicherlich,
Das wurde heute mehrmals genannt, und da bin auch ich dieser Meinung, dass es in den ostdeutschen Bundesländern im Hinblick auf die Präsenz von diesen Behörden noch einen Nachholbedarf gibt. Aber, und das ist ebenso festzustellen, es noch nie so viele Neuansiedlungen gegeben hat wie in den ostdeutschen Ländern, insbesondere wie in dieser Legislatur. Und die Beispiele wurden heute genannt, nur ein paar, auch von mir, um es einfach mal in die Erinnerung zu rufen: das Fernstraßenbundesamt, der Strafsenat in Leipzig, die Ausbildungszentren für den Zoll und das Technische Hilfswerk, die 5 neuen Zukunftszentren oder. Aber darüber hinaus werden weitere Ansiedlungen in dieser Legislatur erfolgen. Und das ist mir besonders wichtig, denn es zeigt, dass wir im Moment auch ohne die Quote, die gefordert wurde, hier auf dem richtigen Weg sind. Das Strukturstärkungsgesetz, da ist verankert, dass weitere 5.000 Stellen für die Reviere, insbesondere in den ostdeutschen Ländern im Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung, geplant sind. Und allein aus dem Verantwortungsbereich des BMI sind es 1.500 Stellen. Ich denke, das ist ein guter Aufwachs, der auch den Revieren hier gut tut. Nicht nur, dass die Anträge, die wir heute hier bereden, natürlich vom Grundgedanken zu spät kommen, weil die Umsetzung schon läuft, nein, auch die Schlussfolgerungen der eingesetzten Kommission, da meine ich die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, die im Deutschlandplan dann formuliert sind, zeigen, dass eine ausschließliche Ausrichtung nach Himmelsrichtung nicht der richtige Ansatz ist. Strukturschwäche ist als Kriterium besser geeignet, und mittlerweile, das wissen wir alle, gibt es strukturschwache Regionen, nicht nur im Osten der Republik. Ein paar Sätze noch zur Ostquote. Mal davon abgesehen, und darauf gehe ich heute nicht mehr ein, weil es ausschließlich und ausweitend schon diskutiert wurde, was die Definition eines Ostdeutschen sein soll nach mittlerweile 30 Jahren, denke ich, dass sich das gar nicht mehr abgrenzungsscharf herausfinden lässt. Und ich persönlich bin zumindest froh darüber und kann auch nur sagen, dass die Einstellung, die wir hier debattieren, wohl nach Eignung und Leistungsprinzipien weiterhin die richtige Richtung ist. Eine Ostquote lässt sich nach unserer Rechtsauffassung jedenfalls auch nicht auf den § 36 Grundgesetz stützen. Die Stellenausschreibungen bieten da bessere Möglichkeiten, davon bin ich überzeugt, zur Einstellung von Menschen, die bisher möglicherweise aus weniger vertretenen Bundesländern kommen, als eine Reservierung eines Stellenanteils, also besser als eine Quote. Die Clearingstelle, und das hat heute noch keiner gesagt, deswegen will ich es auch noch mal ein Stückchen erwähnen, die ja im BMI angesiedelt ist, soll hier die Koordination übernehmen bei weiteren Ansiedlungen. Insbesondere soll sie auch darauf achten, und das ist mir eigentlich viel wichtiger, dass die Ansiedlung dezentral erfolgt, also nicht nur in Oberzentren, sondern auch in den ländlichen Räumen, weil ich denke, da ist der Nachholbedarf besonders groß. Fazit zum heutigen Antrag, ich glaube, oder zu den Anträgen, ich glaube, sie kommen etwas spät, wir sind längst in der Umsetzung, müssen weitermachen. Das, was hier gefordert wird, ist richtig, aber zu den Anträgen von uns bisher keine Zustimmung. Vielen Dank.